Ja, funktioniert scheinbar. Ja, wir können wieder joinen. Ja. Die nur 17 sind in 20 Minuten über den Kirchen. Ich sitze im Flugzeug, ja. Küde auch. Max sitzt im Flugzeug. Kaya sitzt im Flugzeug, Motor an, rollt zum Start. Victor. Muss wieder schauen, dass ich vom Dewey dort bin. Keine Chance, Kaya, bin schon da. Nein. Max startet. Also Motor an. Wollte gerade fragen, machst du hier einen Querfeldeinstart? Karaya, wo stellst du dich wieder hin? Ich stelle mich hinter die Maschinen da gerade am Start. Es sind, stehen glaube ich zwei da, Helo und Dewey. Ja. Ich stelle mich glaube ich hinter Dewey. Also rechte Seite. Ich bin direkt hinter ihm. Ja, ich komme auf die rechte Seite dann. Machen wir unseren Schwarm rechts dann. Bitte, bitte. Oh, der kommt gefährlich nah an dein Heck. Ist der 13109 available? Gruber? Okay, thank you. I cannot hear you. You are not in my whispering. Schwarm 2, wie sieht's bei euch aus? Bereit zum Start. Ich glaube, Max fehlt noch. Komm gerade angerollt. Okay. He can hear you, I think, Uber, but I can't speak to you. Schwarz 3 ist auf meiner rechten Seite. Könnte du, ja. Schwarze 2, ja. Ich bin die schwarze 3. Ja, ja, ich hab die schwarze 2 jetzt links. Ach, da bist du, ja. Komm jetzt ran. Ist vor mir frei? Ja. Pass auf, ich bin neben der schwarzen 2. Jo, ich hab dich, schwarze 3, seh dich. So, okay. Sind jetzt alle von uns startklar. Gut, Kabine zu. Startbereit. Schwamm 2 ist auch. Dann alle bitte Kühler öffnen. Wasser und Öl. Jo. Luftschraube auf 12 Uhr Haube zu. Victor. Gleiches nochmal wie vorhin für den Start, 2 Sekunden Intervall, einer nach dem anderen. Also 3, 2, 1, Helo Rakete. Ich komme nach Karaya. Du, Rakete. Kutte, ich roll nach dir an. Karaya Rakete. Kutte Rakete. Max Rakete. Karaya Solo. Schwarze 13. Ja, sehr gerne Rakete. Der ist die schwarze 13. 1-1 Atta hat Max 12. Solo. Keine Ahnung. Freiheit. Ah, Freiheit ist die schwarze 13.
Ihr solltet nächstes Mal aufpassen, dass ihr geradeaus startet und nicht quer übers Feld geht. Ja, wieso? Wer ist hier auf meiner 3 Uhr? Ich bin hinter dem Schwarm 1, bestehend aus 3 Maschinen. Hallo. Das müsste ich dann sein. Viktor, nochmal Kühler checken. Viktor, Gotha, musst du weiter hinten starten, der ist jetzt aber gleich bei uns. Okay, ich setze mich jetzt mal auf die rechte Seite vom ersten Schwarm. Leistung 1-1 Atta, halb 12. So, wir fliegen gleich Kurs Dünkirchen, steigen und warten auf die Bomber. Roger. Max, bist du dran? Ich bin hinter Kutte, ja. Auf seiner 5 Uhr. Mal raus, Kutte, siehst du mich? Auf meiner 6 jetzt? Na, auf deiner 5 Uhr, schaukel mal. Jetzt komm ich deine 6 rein. Ich setze mich rechts neben dir. Ich hab dich. Okay, ich bin an Lego dran. Lass uns einen schönen Rottenflug machen. Formation. Ups. Genau, hat ja, er auch Victor, gesagt, nochmal genau. Im Chat. Lego, hast du eine E1? Nein. Okay. Leistung 1 Atta, halb 11.
Victor. Seit langem sehe ich mal wieder einen Sturmkeil über mir. Kontakt 7 Uhr fliegen übers Meer hinaus. Eine Vierergruppe und dahinter nochmal 4 Kontakte eher locker. Victor. Sind da schon ein paar von den Bombern? Die Bomber sind 27 Dorniers von 17. Hier ja, aber es gibt ja, glaube ich, auch nicht nur KI, sondern auch Spieler gesteuert. Ja, aber die fliegen auch Wilmington runter. Also noch weit südlich von England. Kann ich sehen, die starten auch woanders. 8 Zucker sind da menschliche unterwegs von dem GR 129. Gehen wir über ihre eigene Eskorte. Kurve über Lisa. Max, bist du dran? Ja, ich bin dran. Leistung jetzt auf 1-0 ATA. Die hätten einen roten Bereich bei der Umdrehung machen müssen. Das wäre genial, weißt du, ich meine, wenn du in den roten Bereich kommst. Bei der Anzeige. Naja, es ist ja nicht nur abhängig von der Umdrehungszahl, sondern auch vom Ladedruck. Es ist was anderes, wenn du 2300 Umdrehungen bei 1.0 oder 1.3 Auto fliegst. Ah, stimmt. Problem kriegst du nur, wenn du sowohl hohen Ladedruck als auch hohe Umdrehungen hast. Victor. Victor. Wir drehen über Lisa. Uhr jetzt.
Kontakte auf 11 Uhr tief. Scheinen sehr große Gruppen. Ich glaube, wir haben schon wieder das Serverproblem. Einer von euch fliegt hier schon wieder seitwärts. Ich habe schon wieder ein Flugzeug, was hin und her wappt. Ja, ich glaube, es ist schon wieder das Server weg. Seht ihr den? Ja, sehe ich auch. Einer von euch, Schwarm 1, fliegt gerade irgendwie auf und davon. Ah ja, doch, die Bombe. Ich glaube, das dürfte Gotha sein, der da gerade unterhalb düst. Müssten Bomber sein. Ja. Ja, etwa ich auch. 1000 Meter von der Küste entfernt. Erster Schwarm berühren. Oder, besser gesagt, nee, kann sein, dass wir Freiheit verloren haben. Ja. Weil der Einzelflieger links. Ja. Schwarm 2, seht ihr die Bombe? Ich meine, kann man eh nicht großartig übersehen. Ja. Ja. Mit dem neuen Patch nicht. Ja, dann ist Freiheit wahrscheinlich weg. Ja. Haben wir noch eine Reserve oder sind alle drin jetzt? Fertig. Jo, dann kann der ja starten. Freiheit hatte eine E1. Ketz, kannst du uns hören? Ist Ketz bei uns im Teamspeak irgendwo? Ketz, bist du bei uns im Channel? Muss einen runtergehen. Geh mal zu Helofly. Kanal. Was sagt er, was los ist? Hier ist Vera JG54. Wir haben ein Visual to a big bomber 10. formation over Dunkirk Harbor, maybe 4K. Ja, wir sind immer noch bei 1-0. Okay, Leistung ist 1-0, halb 10. Schaffe ich mit der E1 gar nicht. Ja, wir sind schon über unserer Vollmachthöhe, ja, das stimmt. Die E1 hat ja einen schwächeren Lader. Wenn du den Droplet ein bisschen höher machst mit mehr Drehzahl, dann kriegst das du auch eine Ladedrücke. Das ist nur die Ablenkungsbombertruppe, der Hauptteil kommt erst noch. Richardus, ne? Ja, genau. Wir dürfen ja mittlerweile in solchen Höhen auch schon auf 2600 Umdrehungen gehen. Ja, in großen Höhen kann man jetzt mit der 109 auf statt 2500 auf 2600 Umdrehungen gehen. Was ist denn das für ein loser Haufen da links von uns? Aber nicht mit der E1, ja, glaube ich. Oh ja, mit der E1 auch. Alle 109er auf 2600 Maximum, gehen, außer die E4N, die kann sogar auf 2800 gehen. Wir haben da links von uns auf 9 Uhr etwas unter. Ja, das ist der Jagdschutz. Das werden noch keine Engländer sein. Kontakte, ne? Ja. Denkt man, die greifen immer in zwei Wellen an, das haben sie bis jetzt immer gemacht. Eine Welle, die erste Welle, um die Jäger abzulenken, und die zweite macht dann die Bomber kalt. Ja, unsere Schleime sollten sich schon irgendwie decken. Also eine Gruppe immer bei den Bombern, ne? Sag mal, Hedo, der soll ein bisschen Leistung unternehmen. Hier oben sind 1-0 Attack ziemlich viel. Ja, ich komme auch nicht ran. Ich flieg schon mit 80% Schub, also der Tank ist gleich leer. Ich habe auch E1, aber ich flieg mal 0,8 Atta jetzt. Okay, Schwarm 2 wird drosseln auf 0,9 Atta runter. Halb 10. Karaya, links von uns, 8 Kontakte, etwas unterhalb.
Grouper, we find AI bombers, but I see just one little group das above the bombers. Das wären aber bombers, andere offenbar Jagdschutz sein. Alles wir klar. Sind ja nicht die einzigen, die hier Bomber eskortieren. So früh sollten JG die Briten noch nicht coming from the six of the bombers. 5 o'clock. Wollen wir uns mal links von den Bombern positionieren? Ja. Gibt's noch Jäger, die Tiefenschutz machen? Oder sind alle hier da oben? Da bin ich überfragt. Aber ich glaube, wir sollten vielleicht eh hier bleiben, weil die anderen Kontakte links von uns sind sowieso auf der linken Flanke. Okay. Ich halte mich jetzt mal an Helo dran, der hat hier das Oberkommando. Ich würde ja ein bisschen tiefer bleiben. Naja, Höhe ist ja nicht schlecht, weil dann können wir zumindest schnell auf die Gegner drauf, falls sie auf die Bomber runterstürzen. Ja, die stürzen aber schneller als wir, dann kommen wir nicht hinterher. Aber Hilo hat jetzt irgendwie so Höhe abgebaut. Leistung 08 Atta, halb 10 Propitsch. Ist ein 1909 dazu gestoßen, wer war denn das? Entweder Freiheit oder Ketz, wahrscheinlich. Negativ, Ketz startet und Freiheit macht Schluss. Ein bisschen zu schnell, muss ich einfach ein paar Rollen machen. Oh Gott, ich komme jetzt auf deiner 5 Uhr wieder hoch, setz mich neben dir. Jo. Müsstest du mich jetzt eigentlich sehen? Seh dich, ja. Also könnte ich mich mit dem Flugzeug anfreuen, das ist ein schönes Flugzeug. Wie will ich jetzt nochmal fliegen? Bei euch jetzt auch ein bisschen anzurücken. Weil wenn es weg schon jetzt schon ja, das will der weg sein. Weg von dem Bonbon. Ja, wir machen etwas Vorausjagd jetzt. Also sind die Bombermodelle das, was hier so Leistung zieht. Kondens links von uns. 9 Uhr. Ja, das sind ja, glaube ich die Gegner sein. Die sind das nicht die Jäger von vorhin? Die fliegen aber von England nach Frankreich. Mhm. Also ich sehe hier nur welche, die von Süden nach Norden fliegen, auf parallel zu uns. Das sind jedenfalls 5 Stück, vorhin waren es. Achso, tatsächlich, doch klar, alles klar. Die fliegen nach England, nicht nach Frankreich. Hast ja. Recht, hier sehe ich die Kontakte auch. Ja, also wenn ich an ihrer Stelle wäre, ich auch ein bisschen Kanal raus und wäre dann von Frankreich hier rüber geflogen. Einfach mal, um zu täuschen. Könnte, bist du jetzt nach links rüber gewandert? Victor, das sind die Besserschnitts, die links neben uns waren. Oh, ich war zu schnell, sehe ich gerade. Passt schon, komm schon ran. Ich habe jetzt bloß einen rechten Einzelflieger, der mich ein bisschen irritiert auf meiner rechten Seite.
Und wichtig ist, dass wir uns gegen... Ich hab auf unserer Weiten 12 4, Uhr Kontakte. Uhr, drei Kontakte, drei Stücke von, die kommen von rechts. Ja, das sind sicher Vido und Bendwick unter anderem mit ihren 110ern. Drei Stück, alles klar. Ja, das waren ja drei Stück, das waren ja Vido, Bendwick und glaub Ketz. Wicker. Aber ich will auch nicht so viel Kontakte melden, das verwirrt, ja. Roger. Victor, 5 Uhr Kontakte. Kontakte 12 Uhr, etwas höher, 4 Stück. Ja. Okay, auf Schwarm 2, Kontakte 12 Uhr, 12 bis 11. Bei den Bombern, Schwarm 1, wir steigen. Okay, wir Victor. Bleiben bei den Bombern. Schwarm 2 geht über eine Lisa? Schwarm 2 geht Lisa, ja. Ja. Alles klar, bin dran. Höhe Leistung auf 0,9 halb 10er. Ich gehe über Lisa und setze mich dann auf die linke Flanke der Bomber. Bomber sind jetzt auf meiner 9 bis 10 Uhr. Victor, bestätige. Jo. Oh, Spitfires über den Bombern, drei Stück mindestens, auf unserer 12 bis 1 Uhr. Ich setze mich hinter den hintersten. Die stürzen gerade runter. Wir haben noch welche, 12 Uhr etwas höher, stürzen gerade runter. Ja, ja. Ich setze mich hinter den hintersten, bin jetzt gerade an dem dran. Da gehen wir hin, Max. Aber die sind schneller als wir, verdammt. Alles klar. Seht ihr die, die sind direkt vor uns, stürzen gerade runter. Sag Bescheid, wenn du Notleistung reinmachst. Victor, Victor, dann geht drauf. Das wird hier eine Ruckelshow. Ich habe hier eine Speed vor mir, die zieht hoch. Hinter dir. Kutti, wir sind frei. Ich treffe hier nichts mehr, ja, den Rückgang. Ich bin jetzt noch immer hinter ihr. Sie zieht nach links ab, stürzt weg. Wir bleiben mal noch auf Höhe und suchen uns was raus. Lego, bist du noch an mir dran? Victor. Okay, ich bin noch immer hinter das Spit. Sehr schön getroffen. Okay, ich glaube, ich habe eine. Bleib dran, Max. Ja, ich bin dran. Wenn du weiter so einen schönen zweiten Manöver fliegst, bleibe ich dran. So, unsere 6 ist frei. Halt. Achtung, Spitfire, 6 Uhr. Wir haben eine 6, akut. Ich muss rollen. Ich treffe hier nichts mit dem verdammten Ruckern. Wenn ihr unterstützt, bleibt bei den Bombern. Kütte. Du hast eine 6. Ja, ich zieh weg. Ich zieh weg. Ja, ich seh's. Ich stürz weg. Ich hab dich verloren, bin an den Bombern dran. Was schießt jetzt? Ich zieh sie nach Süden weg. Ich bin jetzt gleich auf Victor. Kurs direkt Süd. Bin ganz in ihrer Nähe. Okay. Schwarm 2 Status. Ich glaube, du bist frei. Ach, komm, ich hab dich verloren, du bist in den Süden weggestürzt. Bitte, ich hab dich verloren, ja.
Könnte ich bin bei ich bin jetzt gerade im Kurvenkampf mit der Spit. Ist jetzt wieder an mir dran gleich. Wo bist du? Ich bin bei noch immer, Zeit, jetzt ich zieh wieder nach Süden weg. Bin auf Höhe 1-3. Komm nach East Ramsgate, geht das? Achtung! Negativ, ich negativ. Ich bin östlich von Ramsgate, am Meer draußen. Da bin ich auch noch okay. Bin jetzt auf Höhe 8. Kurs 160 circa. Victor. Spitfire hat abgebrochen. Fliegt jetzt Richtung Ramsgate, ist sehr niedrig. Ich glaube, ich sehe euch. Ich bin jetzt über ihr, sie zieht wieder weg. Ich jage hinter ihr her. Sorry, dass ich verloren habe. Kein Problem. Ich bin hinter ihr, sie ist jetzt in einer Rechtskurve. Wir müssen gleich wieder hoch zu den Bombern. Ja. Sie kommen mir entgegen, nee, doch nicht. Sie getroffen, aber sie fliegt noch immer. Hast du gerade geschossen? Ja. Okay, ich versuche hinter sie zu kommen. Sie ist jetzt gerade hochgestiegen, stürzt wieder runter. Bist du noch an ihr ran? Ja, ich gehe an sie ran, ich bin über ihr. Okay, ja, weil sie kurvt jetzt mich gerade langsam aus. Ja, ich brauche jetzt gleich Hilfe, ich habe sie gleich hinter mir. Welche Höhe hast du? Karaya, Höhe. Schieß sie dir weg. Wir sind, es geht. Ui, das war knapp, sie ist hinter mir jetzt. Ja, ich komme. Wir sind sehr knapp über dem Boden. Sie schießt, Achtung. Östlich von Ramsgate. Alles klar. Ja, sie schießt. Ich bin in einer leichten Lisa, damit du aufschließen kannst. Sie kommt weg. Ja. Sie ist. Ich steig weg. Sollen wir hinterher? Ja. Geh rein. Kütter? Ich bin, glaube ich, jetzt noch. Warte mal, wo bin ich denn? Also, ich bin. Ich bin nordwestlich von Ramsgate. Ich bin auf Hallo 44 bei den 110ern. Ich hab mich. Ich geh rein. Victor? Hallo 45. Ja, bin ich jetzt auch. Bist du bei den 110ern bei unseren? Kütter? Hab sie getroffen? Sehr schön. Längere Zeit schon gesehen. Ich gehe rein. Ich habe noch einen Treffer gesetzt, aber sie fliegen immer. Ich gehe rein. So. Bist du noch über Wasser, ja, ne? Max? Ich bin über Wasser. Geh raus. Geh rein. Bei 110 an Hallo 45. Geh über Rolf. Wir sind hier zu dritt, 210er und der 109er. Geh raus. Sie fliegt noch immer nach Ramsgate, Richtung Küste. Treffer gesetzt. Okay, ja, ich geh rein. Sehr sie getroffen schön. Mit den MGs, aber sie fliegt nicht rein. Okay. Was sagt er?
Victor. Silvasterkühler. Okay, Silvasser und Öl, okay, lass, lass wieder zu den Bombern. Okay. Ich bin an der dran. Siehst du mich? Aha, ja, siehst du mich? Ja. Ich glaube, ich sehe dich nahe der Küste. Warte mal. Ja, bist du circa auf Höhe 1-0. Victor. Okay, ich komme zu dir. Ich bin jetzt landeinwärts bei der Stadt. Einer von euch bei mir in der Nähe. Wir haben den Abschuss gekriegt, leider. Da landet etwas auf der Landebahn. Sollen wir mal drauf? Das sind drei Kontakte am Boden. Ne, wir müssen zu den Bombern. Wir müssen die Bomber beschützen. Ja, aber ich glaube, da starten welche. Das wäre nicht so blöd, die mal abzupassen dort. Okay. Im Luftkampf wird das mitfallen. AW 26, Hallo 25. Victor, wir kommen. Wo bist du denn, Kara? Ja? Ich bin jetzt auf dem Weg zum Flugfeld. Dort Hallo, 25, ist gerade einer gelandet und ich glaube, einer startet gleich. Also Richtung Eastwood. Bin über der Küstenlinie. Victor Bentwick, wir kommen. Ich geh mal auf den, der gelandet ist. Fliege Richtung Eastwood. Max, du noch mal kurz, bitte. Mach ich. Ja. Ich hab da ist noch eine Spitfire am Boden. Kannst du die Spit nehmen, die am Boden steht, neben der Bahn? AV 26. Ja, bin ich willkommen. Tara, wir müssen zu den Bombern. Bist du da links geflogen? Ja. Okay, siehst du mich? Ich bin über dir. Okay, dann ziehen wir zu einem Bomber jetzt. Wir müssen zu einem Kollegen, ich weiß aber nicht, wo die kämpfen. Bentwick, bist du in der Rolf? Ich mach jetzt eine sinkende Rolf-Kurve, ja. Das Luftfall hängt hinter mir. Victor, wir kommen an die Skran, du musst links fliegen. Victor, ich kurve links. Du hast die Position. Zwei Spitz am Arsch, Bentwick. Zwei Spitz. Ich frag gerade Schwarm 1, wo die Bomber sind. Ich habe noch keine Rückmeldung. Wo ist Bentwicks Position? Ich bin jetzt Hallo 9. Hallo 9, Kurs 0. Sektor komm rein, 500 Meter 27. Weg. Wo ist Bendix Position? Wir sind gleich da, Bendix. Wenn ich irgendwie kurven soll oder so, dann sag Bescheid. Ich krieg schon den Leuten keine Rückmeldung. Aber einfach so fliegen, dass du überlebst momentan. Auf dem Flugfeld, auf unserer 10 Uhr, startet oder landet irgendwas? Das ist Bendix. Ich glaube, das landet, da landet jemand. Leuten ja. Ja, aber ich krieg hier keine Rückmeldung. Frag mal, wenn wir hier fragt weiter. Eine Spit habe ich weggeschossen, Benfic. Die Nähere ist noch bei dir dran. Lego, wir haben zwei Kontakte auf unserer 1 Uhr niedrig. Und da ist, glaube ich, ein Dogfight, da wird irgendwer verfolgt. Okay, Kinder. Negativ. Wir sind ganz mittlerweile. Deck. Ja, Hilo, wir sehen euch, glaube ich. Sind zwei Stück. Wer wird da verfolgt? Sind die, glaube ich. Bentwick hat eine Spit, wir sind hinter der. Okay, ja. Wir sehen. Höher brauche ich. Negativ. Wir sind auf Hallo 4. Hallo 4. Hallo 5. Nordkurs über Wasser. Bentwick, die ist verdammt nah dran. Achtung, schießt. Sie bricht ab, sie bricht ab. Sie ist in Kontakt auf 2 Uhr tief, jetzt am Wasser. Ja, sehe ich, aber ich weiß nicht, was das ist. Ja, wir müssen eh dahin, ich damit wir Bendig und so helfen können. Zurück nach ja. Wo seid ihr? Ich kann euch nicht sehen, wo seid ihr? Zum fünften Mal, Hallo 5, nordöstlich über Wasser bei East Church. Achso, bei East Church sind die. East Church, das ist... Ah, ich sehe sie. Siehst du, 11 Uhr, für zwei Kontakte über Wasser. Es sind zwei weitere, die Richtung Land reinfliegen, noch weiter weg. Ach du, da ist jetzt ein Kontakt auf unserer 4 Uhr hoch, denke ich, oder 5 Uhr. Vorsicht mit dem hinterherfliegen. Ich sehe hier nur einen Kontakt 5 Uhr, selbe Höhe. Aber das war der Kontakt von vorher. Schauen wir uns zuerst mal die vor uns an. Victor. Ich sehe jetzt 2 12 Uhr und ich glaube noch zwei weitere da sind noch, das im Land. Das ist noch ein auf 10 Uhr über dem Land. Aber erstmal Richtung Meer, das, vielleicht sind die das. Ja. Was macht ihr jetzt mit den 109? Wir steigen erstmal, hier ist zu viel los. Drei Kontakte jetzt, 12 Uhr, ein hoher, weiter entfernt und zwei, die jetzt steigen. Victor. Machen wir auch erst einmal Höhe.
bin auf 1,2 und 10 Uhr. Benflick, Frage, Kurs und Höhe. Fliegekurs 1, 2, 0, hallo, 7, steigen. Viktor. Wir haben noch zwei weitere Kontakte, 1 Uhr, selbe Höhe circa. Oder AV 26. Fliegt wieder auf White Stable zu. 2000 Kilogramm ist zu wenig. So 1,2 Atta, halb 11. Kontakt 12 Uhr hoch, steigt gerade praktisch senk. Victor. Was macht der? Es ist eine 109. Das ist eine 109, ja. Kontakte, Lego, Kontakte 1 bis 2 Uhr, 4 Stück über dem Wasser. Ich wurde angegriffen. Scheiße. Auf Hallo 10. Östlich. Brand im Cockpit. Das müsste vor 26 sein. Kfz 6, östlich East Church über Wasser. Wir kommen. Ich bin weg. Ich kann nichts mehr machen. Wir haben einen britischen Jäger 1 Uhr, der gerade runterstürzt. Der stürzt gerade runter, ne? Tatsächlich. Ja, ja. Jedes Pilotenleben. Okay, hinterher. Füße. Ich habe eine direkte 6. Kann nicht mehr steuern. Ah, das hier. Lego, siehst du, da ist noch eine Hurricane. Ja, da ist eine Hurricane hinter der 110. Ich geh mal auf die Hurricane. Ja, man die vorher. Hallo 10. Ben, der Wind ist nicht bei dir. Am östlichen Rand der East Church Insel. Vor mir sind zwei Helden. Wie die Video abgeschossen hat. Okay, geh raus. Am östlichen Rand der East Church Insel. Ben, wir überholen dich jetzt. Wir müssen zur East Church Insel. Ich glaube, Lego kann eh nichts mehr machen. Ich glaube, ne, die 110 wird immer verfolgt. Wir sollten uns. Wir sollten die 110 kann eh nichts mehr machen. Wir müssen zu Ben auch was. Der ist bei East Church. Nee, das war eine Hölle, die noch einmal versorgt hat. Hinter der 110. Ich hab eine Hölle hinter mir. Wir kommen, sag ich noch. Welcher Idiot war denn da im Luftkampf mit der Hölle? Der dran links, ganz links, nah dran. Links. Ich bin gleich da. Wir sind über Ramsgate, Cap. Lego, wo bist du? Ich bin hinter dir. Vergiss die Harry gleich erstmal, wir müssen zu unseren Jungs zurück. Aber die Hurricane in greift uns sonst an. Der aber die hat nur einen halben Höhen, oder? Okay. Wo sind jetzt? Hast du aufgepasst, wo die anderen sind? Der Wasserkühler bei mir getroffen? Ja, Bendik ist bei East Church. Okay, los. Ich bin auf 1,3, kann sein, aber die hat nur ein halbes Höhenruder und also das nächste Mal Wasser gemeldet, wenn eine 6 hat von der Hurricane. Die ist direkt hinter dir, Harry. Okay. Warte, ich setze mich nochmal hinter ihr, fliegt doch geradeaus. Okay. Ich muss erst raus, ich hab was hinter mir. Ich sehe euch nicht mehr. Knapp vor der Küste. Ah, der hat von da ist noch eine Harry. Fliegst du jetzt gerade landinwärts? Bist jetzt an der Stadt? Ja, ich bin jetzt hinten an der zweiten Harry, die ist unbeschädigt. Hier, über der Küste. Okay, ich sehe euch. Okay, ich breche weg. Wir kommen uns jetzt entgegen. Gerd, kannst du bitte wackeln mit Flügel? Oh, die Harry ist abgestürzt. Ja. Sehr schön. Hinter mir jetzt. Ich bin entgegengekommen, heißt ein Immelmann. Ah, ja, ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Victor, vielleicht. Okay, fliegen wir jetzt nach East Church. Nördlich auf Victor. Wasser, direkt Kurs Ost. Bist du direkt vor mir? Parallel ja, ja. Küste, flach. Ich fliege jetzt über eine rechts. Das heißt, ich bin Richtung East Church. Ja, ich bin bei East Church. Ich bin bei East Church. Ich glaube, die sind vor uns. Kontakt 12 Uhr zieht. Victor, da ist Ananas. Ich sehe jetzt nur. Ich hab 6. Okay, ich breche weg. Was für eine Scheiße, ey. Was für eine Scheiße. Ich sehe keinen Kontakt hinter dir. War das vielleicht die Flak? Du bist jetzt gerade hinter mir durchgezogen.
Ja, ich glaube, das war eine Flak. Ich bin jetzt gleich hinter dir, übernimm du die Führung, du bist vor mir. Fuck. Fliegst du gerade auf den Fluss zu? Ich bin direkt hinter dir, du bist in einer Längskurve, oder? Bei Kontakt 10 Uhr, was ist das? Keine Ahnung, Richtung Wolke, oder? 10 Uhr, jetzt auf meiner 10 Uhr beim Fluss. Ja, ich seh's. Karaya, wie sieht's bei dir aus? Ich komme mal wieder hinter dich, Karaya. Okay. Wir haben den Kontakt auf meiner 12 Uhr etwas höher. Okay, warte. Lego, ich sehe den Kontakt auf meiner 11 Uhr. Schauen wir uns den mal an. Und wir haben noch einen Kontakt auf unserer 1 Uhr, 2 Uhr hoch und einen auf meiner unserer 1 Uhr hoch. Eins, zwei, Viertel zwölf. Wo ist denn der Rest von unserem Schwarm? Ja, ich glaube, die haben sich's alle hier bei East Church gegeben. Ich bin bei East Church im Luftkampf mit zwei Hurricanes. Ich bin wo jetzt genau bei East Church? Ja, da wo die Küste reingeht. Also in der Bucht drin. Siehst du den Flugplatz? Ja, auf meiner linken Seite. Wie nah bist du zum Flugplatz? Die müsste hinter uns sein dann. Ich habe Flakwolken, vielleicht 1000 Meter vom Flugplatz links. Aber ich glaube, ich kann hier wegsteigen mit dem Flugzeug. Okay, nee, welche ich Höhe? Ich habe eine Hurricane unter uns. Zwei Hurricanes unter uns, Lego. Ja, zwei hier sind. Einer habe ich angeschossen. Die hat irgendwas verloren und die andere... Ich gehe mal auf die hintere Harry. Ja. Ja, alles klar. Die vordere guckt. Ja, genau. Vorher im Cockpit gefangen, mit ein paar Treffern. Hab sie getroffen, sie zieht Fahne. Karaya, Lego, lasst uns sammeln. Ich gehe jetzt. Vorsicht, hier sind Spitz. Hallo, da zieht gerade einer hinter mich rein. Treffpunkt. Lego. Oh, ich krieg auch Lego, wir haben hier, wir sind hier in der Unterzahl. Ziehen wir sofort nach Süden, nach Süden, nach Süden. Ich flieg direkt nach Süden. Siehst du mich? Ich bin auf Höhe 1.0 und ziehe gerade nach Süden weg. Ich sehe dich. Okay, 1, 3, halb 11. Ich bin jetzt links von, ja, Moment, sage ich euch gleich genau, von Ramsgate. Kara, ich bin auf Deck genau hinter, unter dir. Okay. Und du bist frei, wie es aussieht. Ja, ich habe ja, Lego, Quelle. Aber gerade nicht so aus und wir haben hier jede Menge Hurricanes. Also viel Erfolg noch, ich mach los. Karaya, die steigen glaube ich hinterher. Fliegt, ja, wenn es geht, nach AV26. AW26. Karaya, ich hab dich verloren, glaube ich. Ich bin jetzt gleich über der Stadt. Siehst du die Stadt südlich von East Church? AB, AV. Da bin ich jetzt auch genau drüber. Okay, ja, ich bin noch immer auf Höhe 1.1 und fliege südlich ab. Direkt Kurs Süden. Bin gleich am nördlichen Ende von der Stadt. Hallo Jungs, ich bin hier ganz allein. Wo seid ihr? Wir sind bei East. Lego, bist du Höhe 1? Nee, ich bin jetzt Höhe 11, genau. Ja, ich sehe dich. Ich bin hinter dir circa 1-2 Kilometer entfernt. Und ich glaube, ich ziehe einen Kontakt. Ja, ich ziehe, glaube ich, eine Hurricane mit mir. Ziehst du gerade auf einen drauf? Du bist jetzt in einer Linkskurve, oder? Ich flieg gerade weiter. Ja, du hast was auf deiner nahen 6, glaube ich, wie es aussieht. Ja, ich halt gerade aus. Hol ihn dir. Frage Quelle, wo seid ihr? Okay, nahe 6 ist jetzt doch nicht. Ich glaube, der zieht weg. Victor. Ich bin jetzt in einer Linkskurve steigend. Da ist ein Kontakt über der Stadt. Du gehst, glaube ich, gerade auf ihn drauf. Genau. Das bin nicht ich. Das ist ein Hurricane. Harry her, holen wir uns die. Ich glaube, es ist ringsum, sehe ich niemanden. Karaya. Ich bin genau über der Stadt in Hallo 20. Über wir sind auf 1, 2, wir haben eine Harry hier. Ja, wo? Wir sind vom Flugfeld aus, ich bin über Flugfeld. Wir sind über der Stadt auf circa 1,5. Ja. Okay, welche Stadt bitte?
die Stadt südlich von Eastchurch, jenseits des kleinen Flusses, der von Land inwärts geht. Victor, ich komme dahin. Oh, ich habe ja Flak am Flugplatz. Ist hier in einer Rechtskurve steigern. Ich glaube, die Harry versucht mit dir zu steigen. Ja, die versucht mir hinterher zu kommen. Ah, sie lässt ab den Kühlerschaden, super. Ja, ich habe sie getroffen. Sehr schön, sehr schön. Du bist frei? Zieht weg, ja. Ich steige wieder hoch. Ist jetzt über diesen... Oh, sie versucht hinterher? Nein, sie ist jetzt über die, bei diesen Radarmasten ist sie jetzt. Sie ist jetzt sehr niedrig, fliegt noch mal hinab. Ich bin jetzt, glaube ich, ich komme jetzt gleich hinter dir rein. Genau. Du bist jetzt in einer Rechtskurve steigend. Okay, ich ziehe noch links ab, kannst du hinter mich? Okay, ich komme noch zu dir. Die Hurricane ist meiner, auf meiner 10 Uhr niedrig, aber ich glaube, ich werde echt runterstürzen. Lass uns die erstmal in Ruhe lassen. Ja, ja, ja. Die ist jetzt sehr niedrig und hat Kühlerschaden. Und warum sehe ich euch nicht? Gibt's doch auch nicht. Wir sind nicht an der Stadt, wir sind nicht an der East-Shirt-Seite, sondern die andere Seite. Da ist noch eine Hurricane. Karaya, Fragestatus. Wir sind noch. Okay. Ihr seid also auf der linken Seite. Lego, ich steig wieder hoch, da ist noch eine Hurricane unbeschädigt. Ohne Halloangabe bei. Ja, ich hab sie gesehen, sie versucht, also versucht hinterher zu steigen, Achtung. Ja, ich seh's. Ja, die kommt nicht dran. Sie schießt. Ja, sie stürzt, sie ist in der Stall. Bin gleich an ihr dran. Welche Hallo? Niedrig, sehr niedrig. Achtung, ich gehe rein. Ich auch, ich bin gerade dran. Mach du erstmal. Sehr schön, noch ein kühler Schaden. Was ist echt drauf? So, naja, Kühlerschaden ist halt irgendwie der langsame Tod. Da wäre mir ein Pilot Kill lieber. Also ich bin jetzt. Da ist noch eine Harry an mir dran, die zieht Fahne. Kannst du die wegschießen? Hat sie geschossen? Ja, sie hat gerade geschossen. Auf wen denn? Auf mich. Ich sehe euch nicht, das gibt's ja auch nicht mehr. Ich bin jetzt Richtung Südwest, Südosten. Karaya, Frage, hallo. Hab ne. Ich flieg nach Hause, das bringt nichts. Ich find euch da raus. Südostkurs mit der Harry an mir dran. Zieht Fahne. Wie hoch seid ihr, Karaya? 5. Hallo 5. Zieh jetzt nach links weg, Richtung Stadt. Sie folgt mir noch immer. Kann ich bin jetzt auf Ostkurs. Ein Golfplatz? Ich bin jetzt südöstlich von der Stadt, steigend. Also ein bisschen östlich von den Radartürmen. Da ist noch eine kleine Stadt und die darüber bin ich jetzt mit Harry. Stürzt sich jetzt gleich drunter. Ich bin östlich davon. An der Küste, ja? Bin ich an der Küste. So, Karaya abgeschossen. Ich sehe euch, ihr seid zu dritt. Achtung, seid zu dritt. AY26 in zu grobe Richtung sogar. Fliegen. Wir sammeln uns da. AY... 26. Ich habe die Hurricane wieder hinter mir, sie ist hinter mir jetzt. Kurs Süd bei den Radartürmen. Welcher Hallo? Am Deck. Nee, wo wir uns sammeln. Ich bin jetzt in AY26 an der Spitze von der britischen Küste. Seid ihr sehr tief? Ist sie auf Deck, die Harry? Ja, sie fliegt jetzt westwärts, südlich von der Stadt. Hier Kontakte über Rems geht. Ich bin jetzt gerade wieder dran. Sie zieht jetzt nach rechts weg. Ja, ich bin dran. Dann ist die richtig, alles klar. Ja, ich mach damit. Ich steig jetzt weg und dann war's das. Hab getroffen, aber oh, scheiße, ich hab 6. Okay, wo bist du? Oh, ich hab auch 6. Hurry. Ja, Water Radiator, verdammt. Oh, fuck. Wer war der andere, der schon in AY26 ist? Ich nicht mehr. Ja, ich hab hier 4 Spitfire bei euch in der Ecke, scheiße. Ah, ich sehe euch, alles klar. Ich bin bei den Radartürmen jetzt gerade, ganz niedrig. Ja, ich bin weiter unten. Ich hab jetzt da eine Schwarm Spitfire unter mir. Aber ich hau ab, das hat ja keinen Sinn. Helo, ich bin bei dir, glaube ich. So, alle Ach, verdammt, Motor ist weg. Ich muss aussteigen. Welche Hallo?
Flieg Richtung Dover. Geht's in den Bombern? Ich bin ausgestiegen. Schade. Also ich persönlich habe jetzt Hallo 57. Karajas, ist doch keiner mehr in der Luft, so gut wie, wenn ihr da die ganze Zeit rumguckt. Nee, wir fliegen jetzt nach Hause.